Herzlich willkommen zum heutigen Media Briefing vor der 9. Runde. Wir spielen am Samstag um 16 Uhr gegen den FK Austria Wien, powered by M&Ms. Bei mir begrüßen darf ich heute Roman Kienast und Cheftrainer Franco Foda. Franco, es hat einige Ausfälle gegeben nach dem letzten Spiel. Wie hat sich das in dieser Woche entwickelt, die Personalsituation? Ja, die Spieler, die letzte Woche gegen Mattersburg im Spiel sich verletzt haben, sind alle wieder an Bord, das heißt also Spendelhofer, Potzmann und auch Wilson Kamawaka haben ab Donnerstag wieder das Training aufgenommen. Martin Ehrenreich leider krank, hatte ab Montag Fieber, also wird morgen nicht zur Verfügung stehen. Christian Dobrasch hat sich gestern im Training noch eine leichte Zerrung zugezogen, also wird morgen im Spiel auch definitiv ausfallen, aber ansonsten sind alle Spieler an Bord. Was erwartest du vom Spiel morgen, gerade auch von unserer Mannschaft? Ja, es ist klar, wir befinden uns in einer schwierigen Situation. Wir haben jetzt dreimal verloren, das haben wir uns natürlich nicht so vorgestellt. Mannschaft hat in dieser Woche gut trainiert. Jetzt ist es wichtig, dass wir das auch morgen am Platz zeigen. Aber ich denke, jeder Spieler weiß, um was es geht. Und wir wollen morgen zu Hause ein Spiel abliefern, 3 Punkte holen, endlich zu Hause wieder gewinnen. Das wird unsere Marschroute sein. Dankeschön, Franco. Ich bitte um eure Fragen an den Trainer. Bitte das Mikro verwenden. Franco, Danju Kaihan, ist der für morgen für die Startelf bereits ein Thema? Ja, Danju hat jetzt 10 Tage mit uns trainiert. Er hat schon noch Rückstand, was aber normal ist. Er hat vorher 3 Monate nur individuell gearbeitet mit einem Konditionstrainer. Ja, wir warten heute das Training ab und morgen werde ich dann entscheiden, ob er im Kader ist oder ob er vielleicht sogar spielen wird. Dieter hat eine Frage gehabt. Franco, wie ist dieser Abwärtstrend da der letzten Wochen, ist der irgendwie zu erklären? Hast du da Erklärungen gefunden? Gut, wir hatten ja am Anfang der Saison haben wir 2-mal unentschieden gespielt. Da hieß es ja, schlechter Saisonstart, dann haben wir 2-mal auswärts gewinnen können. Hatten dann den besten Saisonstart und klar, dann hatten wir zu Hause gegen Rapid Wien ein Spiel, das wir eigentlich nicht verlieren oder nicht unentschieden hätten spielen dürfen, haben dann leider kurz vor Schluss ein dummes Gegentor erhalten, dann ein Ried, ein Abseitstor, wobei, nochmal, sollen jetzt keine Ausreden sein, wir haben einfach in gewissen Spielen haben wir gut gespielt, hatten zahlreiche Torchancen, die haben wir nicht genutzt, haben leider in der Defensive zu viele individuelle Fehler begangen, wurden dafür bitter bestraft. Aber nochmals, letztendlich zählen im Fußball auch Ergebnisse. Davon haben wir zu wenige geholt, wir haben zu wenig Punkte geholt. Und insofern stehen wir dann auch jetzt berechtigterweise in der Kritik. Wie ist das zu erklären? Also jetzt zuletzt in Mattersburg waren ja auch die Chancen jetzt nicht mehr so in Hülle und Fülle vorhanden wie in den Spielen davor eigentlich. Ja, in Mattersburg, denke ich, war das Spiel über 70 Minuten ausgeglichen. Mattersburg hatte am Anfang 2 gute Möglichkeiten durch Pink, aber durch unsere eigenen Abspielfehler haben wir sie im Prinzip stark gemacht. Aber wir hatten auch 2, 3 gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit von Thorsten Schick bzw. Josip Tadic. Zweite Hälfte, direkt nach der Halbzeit, waren wir, glaube ich, die bessere Mannschaft. In den 15 Minuten hatte Donis 2 sehr gute Möglichkeiten. Und ja, manchmal ist es so, musst du halt mal eine von diesen Chancen nutzen, dass eine Mannschaft dann auch wieder das nötige Vertrauen bekommt, so wie es dann auch bei Mattersburg der Fall war. Nach dem 1:0 haben sie ja auch anders gespielt als vorher. Und das Einzige, was man der Mannschaft vorwerfen muss, das waren die letzten 20 Minuten, dass man dann nach dem 1:0 Rückstand
einfach nicht mehr an diese Wende geglaubt hat, dass man da nicht mehr alles investiert hat, um dieses Spiel noch zu drehen. Die Mannschaft hat ein bisschen müde gewirkt, auch die letzten 20 Minuten in Mattersburg, oder? Kann das sein? Wenn Sie den Eindruck hatten, dann wird es wohl so gewesen sein, ja. Haben Sie den nicht? Wissen Sie, wenn man Spiele nicht gewinnt, dann kommen immer wieder die gleichen Fragen und dann versucht man immer wieder Ursachen zu finden. Aber Sie können mir eins glauben, wir beschäftigen uns tagtäglich mit der Situation, an was es liegen könnte. Aber daran hat es sicher nicht gelegen. Es ist aber im Fußball oft so, wenn du dich in einer schwierigen Phase befindest, dann sind oft so Kleinigkeiten halt entscheidend, ob du dann nochmal Vertrauen hast oder nicht. Und wir haben zwei Wochen vorher 3-0 fast aufgeholt gegen Salzburg. Also wir hätten in der 92. hätte Donis Aftian noch das 3-3 erzielen können. Also insofern glaube ich, dass es daran nicht gelegen hat. Wie angespannt ist denn generell die Lage so im Verein oder auch bei Ihnen, gleich der Situation gerade? Ja, das ist doch immer so, wenn du Spiele nicht gewinnst. Wir haben ruhig gearbeitet, wir haben die Mannschaft wieder vorbereitet auf das nächste Spiel gegen Austria Wien. Und so wie das der normale Lauf ist und alles andere können wir nicht beeinflussen, ja, sondern wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist das Spiel morgen und da erwarte ich, dass die Mannschaft da morgen ein gutes Spiel abliefert. Lange Rede, kurzer Sinn. Steckt Sturm Graz in einer Krise? Haben Sie noch ein paar Fragen? Oder? Ja, wir können noch, ja. Wir können ja auch eine private hier Sitzung machen. Nein, es ist so, dass wenn man aus den letzten vier Spielen einen Punkt holt, das ist nicht zufriedenstellend. Ja? Das ist doch ganz normal, ob das jetzt eine Krise ist oder nicht. Es geht darum, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden. Ja, und jetzt müssen wir alles dafür tun, dass wir da wieder so schnell wie möglich herauskommen. Eine Frage habe ich noch. Gerne. Zu Donis Aftija, wie sehen Sie seine Rolle im Team? Weil Bilder belegen ja auch immer, da gibt es mal kleine Auseinandersetzungen auch mit Teammitgliedern. Wie sehen Sie das so? Schauen Sie, unser Klima innerhalb der Mannschaft ist sehr gut. Das können Sie mir glauben. Auseinandersetzungen mit Mannschaftskollegen fördert es nicht unbedingt. Im letzten Jahr oder seit 8 Monaten habe ich davon nicht einmal was von Ihnen gehört. Ja, oder von Oh ja, oder egal, von jemand. Ich weiß nicht, ob Sie, was Sie da jetzt für eine Intention haben. Nein, ich frage Sie nur, wie Sie das sehen, weil das gibt es ja immer. Bilder belegen das ja. Ja. Schauen Sie, schauen Sie auch in den nationalen Fußball. So, Woche für Woche, Monat für Monat. Ja, schauen Sie. Dann schauen Sie da mal bitte hinein, welche Reibereien es dort oft gibt in einem Spiel. Sind Sie vielleicht sogar positiv? Walter, bitte deine Frage. Warte, aufs Mikro bitte. Warte. Wissen Sie, was das Schlimmste ist, wenn man sich lustig macht und respektlos ist? Das ist das Allerschlimmste. Ja, das ist Ihre Art, wie Sie hier auftreten. Doch. Warum? Ja. Okay, gehen wir zur nächsten Frage. Haben Sie sich schon entschieden, wer an vorderster Front spielen wird? Nein, das werde ich morgen entscheiden. Gibt es noch eine Frage an den Trainer? Franco, du hast gesagt, im Fokus steht jetzt das morgige Spiel nach dem Negativlauf, den du vorher auch angesprochen hast. Teilweise liegt es auch am Selbstvertrauen, hast du gesagt. Wie muss die Mannschaft morgen auftreten, um wieder mal als Sieger vom Platz zu gehen? Ja, ich glaube, morgen wird der Wille entscheidend sein. Ja, wir müssen von Anfang an, denke ich, die Zweikämpfe wieder annehmen und diese auch gewinnen. Ja, wir müssen eine gute Raumaufteilung haben im Spiel und müssen extrem gut gegen den Ball arbeiten. Und im Spiel natürlich auch die richtigen Entscheidungen als Mannschaft treffen und dann auch wieder eine Stabilität bekommen in der Defensive. Was sind die richtigen Entscheidungen in der Mannschaft?
Ja, wir müssen die Möglichkeiten, die wir bekommen werden, ja, die müssen wir einfach eiskalt ausnutzen. Ja, und wir müssen einfach in der Defensive sehr kompakt agieren und müssen in der Defensive einfach die Fehler abstellen, die wir in den letzten Spielen begangen haben. Ein paar Worte zum morgigen Gegner, zu Austria, um sie einzuschätzen. Ja, Austria Wien hat eine gute Mannschaft, die spielerisch sehr, sehr gut ist. Ja, es erwartet uns eine schwierige Aufgabe, aber dessen sind wir uns bewusst. Und ja, morgen ist es einfach wichtig, wie wir auftreten. War das die Abschlussfrage an den Trainer? Wenn ja, dann bitte. Roman, morgen geht es gegen die Austria, deinen Ex-Verein. Wie wichtig wird ein Heimsieg sein, vielleicht ein Erfolgserlebnis wieder, damit wir dann in eine positive Serie starten kann? Ja, also jeder Sieg ist wichtig. Also für uns ist jetzt in der momentanen Situation einfach jedes Erfolgserlebnis ist für uns ist einfach alles sehr wichtig momentan. Und wir spielen zu Hause und wir müssen uns halt voll reinhauen, alles abrufen und wir hoffen, dass wir das Spiel gewinnen. Ich bitte um eure Fragen an. Wie bist du mit deiner persönlichen Performance in diesem Saisonverlauf zufrieden oder unzufrieden? Ja, wenn man Stürmer 0 Tore hat, dann kann man nicht zufrieden sein. Und natürlich suche ich auch die Fehler, was ich verbessern kann. Und dafür ist das Training da, jeden Tag, dass man sich auch verbessert. Und somit versuche ich einfach wieder in die Spur zu finden. Natürlich ist bei mir genauso wie bei der Mannschaft jedes einzelne Detail, was selbst so lang geben könnte, das fehlt bei mir momentan, aber man weiß, wie schnell es im Fußball geht. Also das kann am Samstag schon wieder anders ausschauen. Das heißt, es fehlt eigentlich nur das Erfolgserlebnis, jetzt mal, dass der Knopf, der berühmte, wieder aufgeht. Ja, bei mir persönlich schon, aber wir als Mannschaft müssen auch wieder in die Spur finden. Wir müssen morgen ein anderes Gesicht als letzte Woche zeigen und einfach kämpfen bis zum Umfallen und dann das Glück erzwingen. Und ich bin aber trotzdem positiv, dass wir das morgen machen werden. Weitere Fragen an den Roman? Roman, du hast in der Vorbereitung gewisse Zeit doch gefehlt wegen einer von Vorjahr noch herrührenden Verletzung. Sind da die Rückstände einstweilen aufgeholt? Bist du wieder schon bei knapp 100%? Ja, mittlerweile ist es schon länger her. Also ich fühle mich momentan von Tag zu Tag besser, aber das muss ja auch beim Match sein. Weitere Fragen? Ja, besonders, also es ist, jedes Spiel ist genauso wichtig wie das morgige und natürlich kennt man einige Spieler noch vom letzten Jahr und möchte natürlich auch gewinnen gegen die Ex-Kollegen. Die Sturmfans haben angekündigt, dass sie morgen 19 Minuten und 9 Sekunden Stille walten lassen wollen, das heißt, ihr werdet nicht angefeuert, dass sie mit der Leistung von euch nicht zufrieden sind. Man weiß, die Sturmfans sind eigentlich der 12. Mann, morgen in den ersten rund 20 Minuten nicht. Was sagst du zu dieser Reaktion der Fans? Ja, also natürlich ist es nicht von Vorteil, wenn uns die Fans von Anfang an nicht unterstützen, aber wir werden trotzdem ab der ersten Minute Vollgas geben und hoffentlich haben wir bis zu 19.09 Minuten Schautor. Wir verstehen die Fans schon, sie sind verärgert, sie sind genauso wenig zufrieden mit der Punkteausbeute wie wir. Das steht außer Frage, aber ich glaube, dass es trotz allem sehr, sehr wichtig ist, die Mannschaft immer zu unterstützen,
gerade in schwierigen Momenten, in schwierigen Phasen, wenn es sehr, sehr gut läuft, ist es immer relativ einfach. Aber ich glaube, ja, so ein Zusammenhalt zeigt sich dann, wenn man in einer schwierigen Situation ist. In dieser befinden wir uns und letztendlich können wir es nicht beeinflussen. Wichtig einfach wird sein, wie wir morgen auftreten, wie die Mannschaft sich von der ersten Minute an präsentiert und ob sie dann über 90 Minuten alles versucht und unternimmt, um dieses Spiel dann auch zu gewinnen. Ich glaube trotz allem, dass wir tolle Fans haben und das haben sie auch oft genug gezeigt und bewiesen, auch in den letzten Wochen und Monaten. Selbst auch in Mattersburg, obwohl ja da auch die letzten 20 Minuten nicht so prickelnd waren, haben sie versucht, die Mannschaft trotzdem zu unterstützen und denke, damit ist alles gesagt. War das die Abschlussfrage? Wenn ja, dann habe ich noch eine Information. Circa 9.500 Tickets wurden bis jetzt abgesetzt. Zu jedem Ticket gibt es M&Ms, die uns ja bei diesem Spiel unterstützen. Außerdem wird der Michael Madl sein 200. Bundesligaspiel feiern. Gratulation von unserer Seite zu diesem Jubiläum. Dankeschön fürs Kommen und alles Gute am Samstag.